Für Farmergold, so sexy zeigt sich seine Anna vor der Hochzeit. Bei Anna, 28, und Farmergold, 33, steigt die Anspannung. Denn die Hochzeit des Bauersucht-Frau-Traumpaares rückt immer näher. Einen sexy Vorgeschmack gab Anna nun auf Instagram. Die Raute-Vorbereitungen zur Raute-Hochzeit laufen auf Hochtouren, lässt die gebürtige Polin ihre Follower wissen. Am 29. Juli soll es nämlich endlich soweit sein. Dann wollen sich Anna und Gerald in ihrer Heimat Polen das Ja-Wort geben. Später soll es auch noch eine zweite Hochzeit in Gerlds Wahlheimat Namibia geben. Dort wird Anna dann mit ihm leben. Ihre Zelte in Essen hat die 28-Jährige bereits zu großen Teilen abgebrochen. Zum Umzugsstress kamen die Hochzeitsvorbereitungen, an denen die ehemalige Bauersuchtfrau Candida Teen ihre Fans immer wieder teilhaben ließ. So postete sie in der Vergangenheit bereits Bilder von ihrem Brautkleid und dem Schmuck, den sie beim Ja-Wort mit Gerald tragen will. Nun ging sie noch einen Schritt weiter und gewährt sogar einen Blick unter ihren Hochzeitsrock. Auf einem Bettselfie präsentiert Anna nicht nur ihre nackten Beine, sondern auch ihr Strumpfband aus aufreizender Spitze. Als eine Raute-Braut möchte man natürlich, dass jedes Raute-Detail stimmt, auch wenn es wahrscheinlich unmöglich ist, schreibt sie zu dem verführerischen Schnappschuss. Damit ist das Hochzeitsoutfit also perfekt. Und nicht nur Farmergold darf sich auf eine wunderschöne Braut freuen. In spätestens anderthalb Monaten werden wir wissen, was der Herr der Schöpfung an seinem großen Tag trägt. Denn anders als Anna ließ er bisher nichts durchblicken. Beide lernten sich 2017 in der 13. Staffel von Bauersuchtfrau kennen und lieben. Seitdem machten sie auch schwere Zeiten durch, nachdem bei Gerald das Guillain-Barré-Syndrom, GBS, diagnostiziert wurde und es ihm lange Zeit schlecht ging. Doch auch das meisterten beide trotz der Entfernung gemeinsam, allen Unkenrufen zum Trotz. Mit dem baldigen Ende der Fernbeziehung und der doppelten Hochzeit steht ihrem Liebesglück nun nichts mehr im Weg. Anna und Gerald sind übrigens schon das zweite Bauersucht-Frau-Paar, das in diesem Jahr Hochzeit feiert. Ihre Staffelkollegin Nadine und Benny gaben sich bereits im Mai das Ja-Wort.